Erstmal waren wir auf der Toilette natürlich und dann Tee bekommen und dann saß ich draußen auf der Treppe von dem Gebäude und da saß neben mir Wischniewski, der saß auch da vollkommen fertig mit der Welt und dann der stand aber auf, weil er da zu Gabi Dillmann ging oder so und dann setzte sich einer von der GSG 9 neben mich und der sah aber so blass aus, sag ich, Sie sehen aber schlicht aus und also, er hatte einen Durchschuss gehabt im Hals und er hatte so einen Durst und da sagte ich, hier nehmen Sie meinen Tee oder nimm meinen Tee, man hat ja da du gesagt, nimm meinen Tee und er war so dankbar, sag ich, ich hole mir einen neuen. Und da wollte ich mir einen neuen Tee holen und der war aber scheinbar alle. Und dann habe ich so ein Gefäß gekriegt, war aber auch braune Flüssigkeit. Das war ein Whisky. Ich habe das runtergekippt. Hoch, ging's mir gut. Und dann kam ja ein Wasserwerfer, so ein Wagen. Und da haben wir uns dann so ein bisschen gewaschen irgendwie. Haben auch die T-Shirts ausgezogen, was wir natürlich eigentlich nicht machen sollten. Aber das ging nicht anders. Da musste irgendwas her. Und die anderen, die Somalis haben richtig coole Augen gekriegt, weil alle da drunter standen ohne T-Shirt und so. Nein, das war schon, ja, das war ein schöner Augenblick. Und dann haben wir ja nicht lange dort verweilt. Dann ist noch die Andraves an uns vorbeigetragen worden. Und da habe ich wohl gesagt, gebt mir eine Knarre, die erschieße ich. Das hätte ich in dem Augenblick auch gemacht. Also da war ich dann richtig böse. Späterhin habe ich mir auch gesagt, Blödsinn, hättest du sowieso nicht gekonnt. Aber komisch, ich dachte, davon soll keiner übrig bleiben. Das fand ich nicht gerecht. Uns ging's gut. Da merkt man doch, dass wir durchtrainiert sind oder waren, heute nicht mehr so ganz bei mir, Sie vielleicht. Aber wir hatten auch keine hier Schwächeanfälle oder Ähnliches, haben uns allerdings auch wenig mit anderen unterhalten dort. Ich habe mich eigentlich weiterhin mit dem GSG 9 Menschen da unterhalten und Kirsten, weiß ich gar nicht, wo die in dem Augenblick war. Und da haben wir uns vielleicht mal getrennt. Aber dann habe ich mir noch das Gebäude angeguckt. Man muss ja mal gucken, wo man da ist. Und dann wurden wir aber sofort zusammengerufen, wieder in die Maschine rein, dass wir nach Hause fliegen. Ich habe ja auch gelesen, man sollte ja vor dem ersten Hahnschrei zurückfliegen. Und das war dann natürlich ganz toll. Eine Riesenmaschine, tolle Sache.